Der ARV, der Schweizerische Verband für das Aushub-, Rückbau- und Recyclingwesen, vertritt die Recyclingbranche gegenüber dem Bund, den Kantonen, speziellen Fachgremien und der übrigen Öffentlichkeit. Seit seiner Gründung im Jahre 1990 hat sich der ARV mit zukunftsweisenden Konzepten und Maßnahmen, durch Erarbeitung solider Qualitätsnormen sowie durch fachliche Mitarbeit in Kommissionen große Anerkennung in der Recycling-Baustoffbranche und allen am Bau Beteiligten verschafft. Der Umgang mit Rohstoffen und die Wiederverwendung von wertvollen, qualitätsgeprüften Wertstoffen sind so zu einem anerkannten Thema geworden. Die meisten der anfallenden Bauabfälle sind mineralischer Art. Um die natürlichen Ressourcen zu schonen und Deponieraum einzusparen, müssen diese mineralischen Bauabfälle verwertet werden. Die Mitglieder des ARV behandeln diese Bauabfälle und stellen daraus neue Baustoffe her, die sich als Kiesersatz eignen. Sie werden vom ARV gütegeprüft und können genauso wie Primärbaustoffe verwendet werden. Sortieranlagen für Bausperrgut und Aufbereitungsanlagen für Altholz sind in einer Kommission im ARV vertreten. Dort werden die angelieferten gemischten Bauabfälle sortiert und zur vielfachen Verwertung weitergeleitet. Altholz kann zum Beispiel für die Energienutzung oder für die Produktion von Spanplatten verwendet werden. Und aussortiertes Plastik wird zu Öl. Aufgabe der Altlastenbearbeitung ist es, den nächsten Generationen so wenig wie möglich unserer Sünden zu vererben. So können beispielsweise belastete Standorte wirtschaftlich saniert werden. Dieser Bereich ist eine sehr komplexe und vernetzte Materie und verlangt eine intensive Zusammenarbeit zwischen Fachgremien, Bauherren und Behörden. Der ARV verfügt über entsprechende Experten. Unsere Gesetzgebung verlangt, dass Behörden die Einhaltung von erlassenen Vorschriften vollziehen. Diesen hohen administrativen und personellen Aufwand kann der Staat jedoch gar nicht bewältigen. Hier ist das Inspektorat des ARV aktiv. Als verantwortungsvolle Unternehmer sind die ARV-Mitglieder geradezu dafür prädestiniert, ihr Know-how, ihre Erfahrung und auch ihre Visionen einzubringen. Damit dieses Fachwissen nicht verloren geht und Neues dazugewonnen wird, setzt sich der ARV für Aus- und Weiterbildung ein. Neben dem Anbieten von Schulungen, Kursen und Informationsveranstaltungen erarbeitete der AEV zusammen mit anderen Berufsverbänden das neue Berufsbild des Recyclisten.